Ja, in weiten Teilen Deutschlands hat es geschneit. Das hier ist jetzt nochmal so ein Radarfilm. Das hier oben ist Tief Ahmed, hat ja in Norddeutschland ja, Schnee gebracht. Und hier im Süden war es Tief Lisa. Und es schneit weiter. Also sowohl im Norden als auch im Süden. Im Norden ist es einmal so von der Eifel bis rüber nach Hamburg, wo es am Donnerstag nochmal Schneefall geben kann. Und im Süden ist es so vom Schwarzwald runter bis ins Allgäu, wo es weiterhin schneit. Allerdings nur noch leicht. Und die Frage ist ja, was ist jetzt mit dem Schnee? Also selbst in Lüstorf-Sylt hat es geschneit bis zu 4 cm und in Passau gab es sogar 17 cm Neuschnee. Was bleibt davon übrig am Wochenende? Das ist ja die Frage. Kann ich Schlitten fahren gehen oder nicht? Und da schauen wir mal auf diese Karte. Das ist jetzt mal so ungefähr die Schneedecke, die man erwarten kann. Und da sieht man schon, ja, also alles, was grau ist, da ist Schnee nicht sicher. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass unbedingt eine Schneedecke bleibt. Vielleicht ein bisschen matschig. Da wird sich vielleicht auch eher auflösen, der Schnee. Es kann aber auch sein, dass es so einzelne Flecken gibt, wo es weiß bleibt. Insbesondere Lüneburger Heide ist so ein Kandidat oder auch in Brandenburg. Selbst wenn es sehr tief ist, kann es da kalt sein. Ansonsten sehen wir, dass alles über 200 Meter relativ schneesicher ist. Da kann es auch mal matschig werden am Tag, aber nachts friert es dann wieder fest. Und über alles, was über 500 Meter ist, ist schneesicher bis zum Wochenende. Es bleibt auch sehr kalt, also in den Nächten gibt es Frost, so zwischen minus 1 und minus 5 Grad im Norden. Ab der Mitte kann das schon bis minus 10 Grad kalt werden. Ja, und ganz im Süden gibt es sogar Temperaturen von bis zu minus 16 Grad an den Alpen. Also es sind sehr kalte Nächte, die uns da bevorstehen und es bleibt erstmal winterlich in Deutschland. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf wetter.com.